Herzlich willkommen zurück zu einem Let's Play Two Point Hospital. Weiterhin in meinem Kalkulator. So. Das ist durch das Erdbeben sind die alle ein bisschen im Ohr. Den machen wir auf jeden Fall. Ich bin gespannt, wie lange das dauert mit dem Gehen, ne? Die bereitgestellten Toiletten zu benutzen. So, fangen 300 Geister 286 und heilen sie immer noch 5. Das würde mich eigentlich mal freuen, wenn ich diese halben Herzen alle wegsehen, ne? Also darüber wäre ich ja schon mal ziemlich erfreut. Boah, er hat mal gar nichts in der Apotheke zu tun. Null. Und jetzt brennt hier die Hütte. Also. Wird noch dauern. Wenn Sie sich krank fühlen, ist das Letzte, was Sie tun sollten, sich mit Bildern. Aber hier sitzt keine Menschenseele. Da hat sich jetzt noch einer hingesetzt. Aber hier ist zwar ein bisschen mehr. Aber eigentlich rennen die alle hier nur durch. Kann auch ziemlich täuschen. Keiner in der Praxis. Da ist einer, hier ist keiner. Mal ein bisschen beobachten, aber. Eigentlich ist das alles ziemlich okay gerade. Hier ist keine Angestellte. So, du bist eine jemand, die ich gar nicht so falsch finde. Weil die hat viele hier Behandlung etc. Wir machen alles weg. Außer die zwei, wo sie hingeht. Apotheke wahrscheinlich. Schon haben wir die nächsten wieder Arbeit besorgt. Was ist dein Problem? Er hat 200 Tage unzufrieden. Das verstehe ich nicht. Wofür hat er 200 Tage gebraucht? 23. August Aufnahme. Dann 11. Oktober war er erst bei der Diagnose. War das die Zeit, wo ich hier noch viel die Ärzte alle in der Dingens hatte? Hm. Könnte sein, ne? Diese scheiß Updates, ne? Updates ist wirklich so ein Todesurteil. 1 von 5. Warum? Ein Hausmeister wird zur Reparatur des Easy-Scans verlangt. Das kann doch nicht richtig sein. Hier stimmt was nicht. Wirklich nicht. Ihr könnt einfach reingehen. Es sind keine Betten belegt. Angeblich 7 in der Warteschlange. Hä? Wir arbeiten einfach zu wenige. Wirklich. Ich brauche unbedingt... Dann wo geht er hin? Suche nach Arbeit. Er kann da hingehen, er geht aber nicht.
Ich habe ja schon bei über 20 Sendern auf der ganzen Welt. Sogar in einer dieser. Es ist genauso wie hier. Die Warteschlange ist riesengroß, aber. Ich verstehe es nicht. Am seltsamsten. Mir kann keiner erzählen, dass hier nicht genug Angestellte sind. Das macht doch gar keinen Sinn. So, gleich sind die ersten davon fertig. Das wird dann auch Zeit. Und das haben wir erledigt. Und wir haben doch eh einen Forschungstypen hier. Komm. Man weiß ja nie. Können wir dann hier auch mal wieder eine Forschung starten? Dann wollte ich sowieso mal gerade bei den Personal gucken. Und alle Joblisten mal durchgehen. So, wer macht alles Forschung? Du bist richtig. Nur ein einziger. Ja, das passt. Uns braucht es auch keiner machen. Sehr schön. So. Hier haben wir es erledigt. Da haben wir es auch erledigt. So. Sehr schön. Ja, die gehen alle dahin. Ja, ihr seid die Nächsten. Ich muss ja irgendwann mal vorankommen. Dann können wir die Räume regulär auch erstmal schließen, ne? Geht zu einer anderen Diagnose. Tschüss. Dr. Honigtaub Bunsenbrenner. Bitte in die Forschung. Erstmal updaten. Ganz einfach. Zumachen. Gut ist die Geschichte. Ist nur eine Diagnose. Deswegen ist es egal. Hier unten ist ganz schön der Bär los. Kann natürlich jetzt auch dadurch kommen, da wir sehr viel von dem Scanner wegnehmen. Aber das macht ja nichts. So, ich wollte letztes Mal schon gucken. Habe ich alle Zimmer gebaut? Apotheke haben wir, das haben wir, das haben wir. Station haben wir, Therapie haben wir. Weiterbildung, Forschung haben wir, Marketing. Marketing haben wir noch gar nicht gebaut. Kaffee haben wir auch noch nicht gebaut. Eine Flüssigkeitsanalyse haben wir nicht gebaut. Das Ding fehlt. Das ist auch nochmal Diagnose, ne? Megascanner, DNS, Entleuchtung, Klinik haben wir, Töpferei haben wir, Zirkus haben wir, Farbtherapie haben wir, Faktur haben wir, Entwässerung. Ist aber eine Heilung, benötigen wir nicht, Strecksal, Schocktherapie, heilt, brauchen wir auch nicht, Strecksal ist auch eine Heilung, Auflösungslabor benötigen wir auch nicht, das auch nicht, Abgrundstherapie, brauchen wir auch nicht, und das haben wir. Okay. Das andere sind alles Behandlungen. Ja, aber gut, wenn du sie nicht brauchst, brauchst du sie nicht, ne? Drei Leute noch mit dem in den anderen, dann sind wir eigentlich bei Stern 2. Heilige Maria. Also hier wird es jetzt wenig, ne? Wir bitten Patienten dringend, die bereitgestellten Toiletten zu benutzen. Ja, wenn ich da unfertig bin, dann update ich dich. Dich und die drei. Oh, das läuft, Leute. Das läuft, das läuft. Hier oben ist ein bisschen der Bär los. Liegt aber jetzt daran, weil wir diese hier nicht mehr haben. Aber wenn ich die wieder aktiviere, wird sie wieder eine ganze Ecke weniger. Wir haben zu wenig. Alter, das kann doch nicht sein. Ja, dass wir einfach nicht genug von denen halten haben. Oh, den finde ich richtig nice. Ich hätte ich auf jeden Fall gerne, weil du darfst.
da arbeiten, du darfst nur nicht hier arbeiten und nur nicht. Doch, du darfst auch da arbeiten, nur nicht da arbeiten. Na schön. Da arbeitet in der Kardiologie. Bumm, gleich. Job. Die anderen müssen natürlich auch ein bisschen mehr Freizeit haben und dann gleich den Wechsel angehen, wenn es dann auch soweit ist. So, haben wir auch erledigt, befördern. Bumm. Wunderbar. So, jetzt ist. Ne, Hausmeister können wir nicht. Puh, das ist scheiße. Machen wir das. Ja, machen wir. Mal drei Ärzte weg. Läuft schon. So muss es sein. Drei Ärzte macht jetzt auch nicht den Kohl fett. Mir gerade keinen Stau, nichts. So, was ich mache. Ich probiere das. Ich weiß nicht, ob das geht. Ich probiere es. Das ist emotionale Intelligenz, Ausdauer, Training. Toll. Nimm den. Jobliste und du darfst nur in meinem Café arbeiten. Die Nachrichten des Tages. Eine Gruppe Einwohner von Grockle Bay protestiert gegen den geplanten Bau einer Hüpfburg. Sie glauben, dass das Geld viel besser in ein Hüpfpiratenschiff investiert wäre. Du arbeitest da nicht. Du arbeitest da auch nicht. Du auch nicht. Du auch nicht. Warte mal. Du brauchst da nicht arbeiten. Du da nicht. Nein, andersen. Du arbeitest da. Du arbeitest da. Du nur hier. Du nur da. Du nur hier. Du nur da. Da. Und der muss weg. Richtig so. Bin gespannt, ob sich das rumspricht, ob das was bringt. Keine Ahnung. Hier oben sind auf jeden Fall die ganzen Ärzte und dies und jenes. Könnte was bringen, oder? Abwarten. Wir haben ja hier auch diesen anderen Bistro. Also. Mehr wie. In Hose gehen kann es ja nicht. Und es macht uns ja nicht pleite, dieses Restaurant. Also daher.
Das. Oh, boing. Wo ist meine Maus? Ja. Wenn du zu viele Monitore hast, hast du wirklich dieses Problem. Wo ist meine Maus? Wo ist meine Maus? Ja, gut. Bis jetzt ist hier noch keiner hingegangen. Instandhaltung der Apotheke erforderlich. Aber, das werden wir sehen, wenn es soweit ist. Und wie es mit der Zeit wird. Ja. So, damit sage ich vielen, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet. Oh, halt, das kümmere ich mich noch drum. Das ist gar nicht gut. Überhaupt nicht gut. Aber Hausmeister Krause ist da. Und hat sich um das Problem gekümmert. Du kannst gleich wieder reingehen, das Ding reparieren. Und danke. Gut, das Problem ist beseitigt. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Bis morgen. Tschüss.